Lata, weiter jetzt mit Tombola Reiner Custom Level. Mit Tomb Raider 2 Revised, um genau zu sein. Einfach da drauf hüpfen, sich hier festhalten. Und jetzt ohne Schaden, weil ich ein Pro bin. Komm schon. Es ist geil, ein Pro zu sein, es ist geil. So richtig dreckig und gemein, wenn du ein Pro bist, kannst du alles ganz allein. Es ist geil, ein Pro zu sein. Gelingt dir alles von allein, wäre irgendwie cooler gewesen. Versteht ihr, ich übe Kritik an meinem eigenen Werk. So krass bin ich drauf. Oh yes, Secret. In Tomb Raider 2. Ich sehe schon, hier ist dort kein Secret. Ich muss gucken, ob dieser suizidale Sprung hier funktioniert. Weil man kann halt in Tomb Raider 2, wenn man ganz gerade hier runterspringt, direkt wieder abspringen. Aber das geht hier nicht. Das bedeutet, wir haben gerade rausgefunden, die Schräge hier ist länger. Sie ist länger als die in Tomb Raider 2. Wie geil ist eigentlich dieser Raum? Also ich meine, jetzt nicht funktional, ist dasselbe wie in Tomb Raider 2, aber wie geil sieht eigentlich dieser Raum aus, so rein visuell? Wisst ihr, das hier wäre so ungefähr der Stil. Tatsächlich ohne die Gameplay-Veränderungen. Indem ich mir ein Tomb Raider 3 Remake wünschen würde. Einfach 1:1 in dieser Form von aufgehübter Grafik. Das wäre mein Traum. Ich will gar nicht, keine Ahnung, Tomb Raider 1 im Tomb Raider 2013 Look oder so. Das passt nicht zu dem Spiel. Außerdem würde das Gameplay-Änderungen nach sich ziehen, die ich nicht mag. Das hier würde mir reichen. Dann wäre ich froh. Wenn ihr dann noch diesen 5 FPS-Bug drin lasst, bin ich noch froher. Ich meine ja nur. Da, Brecheisen. Diese Tür kann man mit dem Brecheisen aufscheißen. Anscheinend sind das hier keine wirklichen Regale. Also sind schon Regale, aber man kann halt nicht interagieren. Nicht interagieren. Oder hätte ja sein können. So, wir haben eine Kiste. Was bringt mir die Kiste? Wenn ich das nur wüsste. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf. Das nur eine Lampe. Oh Gott, wir könnten die Kiste bis hierhin ziehen. Wir könnten sie aber wenigstens nicht in diesen Raum kriegen. Hier ist ja auch nichts. Also der Sinn der Kiste muss irgendwo anders sein. Ah, die Kiste hat einfach nur was versteckt. Okay. Dahinter ist ein Gang, glaube ich. Das Level gefällt mir bisher bedeutend besser als das letzte tatsächlich sogar noch. Also sowohl vom Gameplay her als auch visuell. Ha. Es ist eine Kletter.
Kletterkletter. Ist das die erste Kletterkette in diesem Custom Level? Also ich weiß, wir hatten schon unzählige Seile. Aber Ketten glaube ich bisher noch keine. Oder ich vergesse nur eine. Kann das hier jetzt übrigens... Das hier ist das Level, also nach dem Säureraum kommt in Tomb Raider 2 der Raum mit der längsten Leiter der gesamten Spielserie. Frag mich, ob wir diese Leiter hier auch antreffen werden. Sie ist ikonisch. Also sie ist das eine Ding, an das man sich erinnert, finde ich. Weil man ja auch Tage auf dieser Leiter verbringt. Gefühlt. Ja, das ist jetzt offen. Ups. Nee, nicht nochmal drehen, Lara. Erst schnell nochmal hochziehen, damit ich auch Leben verliere. Das wollte ich doch nicht machen. Einfach rückwärts runter, ist das so schwer? Danke. Leiter runter, Plätscher, blub. Dieses Licht sieht auch so cool aus einfach. Dieser Schrank, er ist leer. Ja. Ich habe diesen Pfeil nach oben gesehen. Ich vermute, das wird jetzt praktisch der Ort, wo wir dann auf die Leiter treffen, die ikonische. Bam, 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 ba, 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 ba. Puh. Wow, ich weiß nicht, was es ist, aber von Leitern muss ich echt immer gehen. Warte, ohne Schaden runter sollten wir hier kommen. Ja. Ich versuche dran zu denken, immer oder so gut wie immer eine Fackel draußen zu haben. Weil manche dieser Level sind echt bedeutend dunkler. Dunkel einfach. Diese Leiter ist nicht lang. Diese Leiter ist nicht so lang wie die Leiter im Originalspiel. Also haben sie tatsächlich, oder hat er, der Entwickler, tatsächlich diesen ikonischen Raum weggelassen, sozusagen. Schade. Bisschen. Ich meine, es ist gleichzeitig natürlich auch nicht so schade, weil es war eine Leiter.
Ah, ich verstehe, was ich hier machen muss. Funktioniert das nicht mehr? Man muss hier echt schnell sein. Hat jetzt auch nicht geklappt. Das klappt nie im Leben jetzt. Ich denke halt, man muss da drauf springen. Jetzt bin ich verwundert, warum ist die Platte jetzt nicht nach unten gefahren? Warum bleibt sie jetzt oben? Keine Ahnung. Oh ja, man kann sich ja nicht festhalten, nachdem man an der Kette hing. Das war schon eine lange Leiter, nicht ganz so lang wie in Tomula Rainer 2. Aber ich lass mal gelten, ich lass das mal durchgehen so. Hier ist nix. Ah, wir müssen um die Ecke. Danke für dieses gute Medipack. Danke. Oh Gott, wir haben das wieder. Seht ihr, was sie macht? Sie fliegt. Die fliegt halt ernsthaft. Warum macht sie das? Keine Ahnung. Fakt ist, das war natürlich nicht so gedacht. Warte mal, ich habe da oben gespeichert, oder? Ja, 706. Fall mit der Tür ins Haus, Lara. Ach, ich habe erwartet, dass sie jetzt aufgehen. Ja, fast ohne Schaden. Ich weiß nicht, ob... Also, ich, wahrscheinlich kann man ohne Schaden durch.
Okay, das funktioniert nicht. Dann sollten wir aber rückwärts darunter kommen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt von diesem Areal. Wie ist das geplant? Okay, das tötet mich. Speicher mal und gehe davon aus, dass das ungefähr richtig war. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das für ein grünes Zeug sein soll, bei dessen Berührung ich brenne. Bin nur der Hausmeister. Kann ich hier stehen? Ja. Und leider muss ich aufhören. Pizza. Aber in der nächsten Folge werden wir genau hier weitermachen und uns diesen Giftraum weiter ansehen. Bis dahin, Leute. Ciao.